So, und damit moin moin, grüß Gott, servus oder einfach nur hallihallo, hallöchen, liebe Freunde, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Der Claudius Schwabe hier und ja, heute möchte auch ich mal mein Sim zum Tournament auf Power Mode dazugeben und meine Erfahrungen teilen. Und vorneweg, Tournament auf Power Mode ist immer noch sehr, sehr schwierig einzuschätzen, da die Season noch nicht vorbei ist. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, ist jetzt das der richtige Weg oder ist jetzt das der richtige Weg. Wie es im Endeffekt richtig ist, wird man wahrscheinlich erst zum Ende der Season sagen können. Ich kann euch jetzt nur mal, wie gesagt, meine Erfahrungen mitteilen und wie ich das Ganze angegangen bin. Und ja, ich möchte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist der richtige Weg, das müsst ihr machen, das ist der Weg zur Victory. Ich möchte mich auch nicht hinstellen und sagen, hier, das und das und das und das ist richtig und das und das und das ist falsch. Wie gesagt, ich kann euch nur mal sagen, wie ich das Ganze angegangen bin und vielleicht hilft es euch ja trotzdem. Ich bin mit meiner Punktzahl, ich war bis vorgestern immer Top 50, bin jetzt nur noch Top 200, weil ich jetzt zum ersten Mal ein Healfeld benutzt hatte vor dem Bossfight. Aber ich bin noch Top 200, das heißt, ich war bisher mit meiner Strategie, sage ich mal, immer regelmäßig in einer Top-Platzierung. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wie habe ich das geschafft? Ich zeige euch mal erstmal, das ist falsch. Ich zeige euch erstmal mein Team. So, das ist das, was ich nämlich sagen und euch zeigen wollte. Und das hier ist mein Team. Es ist ein reines Rival Universe Team. Und das Erste, was euch wahrscheinlich auffällt, der hat ja gar nicht alle Boost Chars drin. Warum habe ich das nicht drin? Was war mein Gedanke dahinter? Mein Gedanke war einfach, okay, es gibt ja auch für den Tournament of Power, gibt es ja auch verschiedene Abilities. So, das ist wie wenn du ein PvP-Team aufstellst und mein Gedanke war halt, okay, wenn ich jetzt Future, God Key und also die ganzen Boost Chars, die es da gibt, wenn ich die jetzt einfach alle zusammenschmeiße, kriege ich zwar Bonuspunkte, aber mir fehlen ja auch Buffs. Heißt, ich muss vielleicht, wie gesagt, es sind meine Gedanken. Die Top 3 Spieler haben alle Boost Chars nur drin, aber wie gesagt, die buffen sich dann nicht alle und vielleicht gehen sie dann auch schneller down oder wie auch immer. Deswegen habe ich mir entschieden, okay, ich nehme dieses Team. Da sind auch Boost Chars drin und ja, dann habe ich 3 Boost Chars und der Rest bufft die Boost Chars halt gut. Und das ist bisher das Team, mit dem ich gespielt habe. Ja, wie gesagt, bisher hat es immer sehr, sehr gut funktioniert. Immer an die 600.000 Punkte oder darüber hinaus sogar. Und mein Key-Player bis gerade eben war Toppo. Denn Toppo hat zum Beispiel eine C-Fähigkeit oder eine Tournament of Power-Fähigkeit. Die, nämlich, ich weiß gar nicht, was das hier. Also auf jeden Fall hier seht ihr es ja auch, ne, Basis-Schlagverteidigung vom gegnerischen Universum oder Element Blau. Das ist wie im PvP halt auch, ne? Deswegen, die buffen sich gegenseitig. Und da würde es mir jetzt zum Beispiel in den Trunks nichts bringen. Und das war halt mein Gedanke bei der Sache. Nein, er hat aber eine Fähigkeit, dass er das Angriffsziel ist. Sprich, er wird als allererstes angegriffen und solange kriegen alle anderen kein Damage. Jetzt muss ich kurz nochmal gucken, wo es war. Hier, gegnerische Fokus werden, oder er zieht den gegnerischen Fokus auf sich. Das ging jetzt die ersten Runden sehr, sehr gut. Jetzt ist er nach dem Heal gleich gestorben, nach 2 Runden. Aber das ist okay, dafür sind alle anderen noch full life. Ich denke, damit komme ich noch gut klar, dass ich mich bis zum letzten Bossfight, sage ich mal, dann auch nur noch einmal healen muss. Und dann kann ich durchmarschieren mit zweimal healen. Wie gesagt, wie das im Endeffekt sich aufgeht, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann es euch auch einmal zeigen. Bisher stehe ich damit ganz gut da. Wie gesagt, vorm ersten Heal war ich immer Top 50, Top 70. Jetzt ist es halt nur 100, nur 175. Aber ich bin immer, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut dabei. Ich fahre damit ganz gut. Und ich kann es verstehen. Man sieht, der unter mir zum Beispiel, der hat alle Boost Chars drin, die man reinpacken kann oder die er so hat. Und steht trotzdem nicht besser da wie ich. Also es ist, wie gesagt, wir müssen alle unsere Erfahrungen machen, ne? Bisher stehe ich mit meiner Strategie, denke ich, ganz gut da. Und mein Ziel ist es jetzt, wie gesagt,
hier oben, also die drittletzte Reihe, das nächste Mal zu heilen. Ob das so klappen wird, weiß ich nicht. Da muss man sich dann halt nämlich entscheiden. Wenn man dann nämlich hier hinkommt, hast du danach drei Pfeile, wo du dich halt nicht mehr heilen kannst. Also du musst halt alles immer ein bisschen abschätzen können. Stand der Dinge, jetzt bin ich eigentlich zuversichtlich, weil wie gesagt, ich konnte die ersten Stages bis hierhin alle spielen, ohne mich zu heilen. Ich weiß auch nicht, wie stark die Gegner jetzt noch so im Unterschied werden. Auf jeden Fall ist das meine Strategie. Ich kann euch jetzt noch 1, 2, 3 Tipps geben, die mir so aufgefallen sind, falls ihr die noch nicht kennt. Und mehr möchte ich zum Tournament of Power erstmal noch gar nicht sagen. Wie gesagt, ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, das ist der richtige Weg. Ich habe euch nur mal meine Strategie gezeigt, die bisher funktioniert und vielleicht hilft es euch ja. So, was ich euch zum Beispiel noch zeigen möchte, was ich schon mitgekriegt habe, was viele gar nicht wussten, ne, ist natürlich, du kannst auch auswählen, in welcher Reihenfolge du deine Gegner töten möchtest oder besiegen möchtest. Hat halt den Vorteil, wenn er zum Beispiel dein Gegner einen UI drin hat oder so, der hat eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass er anfängt. Und dann kannst du den halt als erstes aus dem Spiel nehmen, dann ist der schnellste von dem Gegner oder der, der am schnellsten angreifen kann, halt schon mal down. Oder der mit dem meisten Leben oder so wie ihr das halt handhaben wollt. Und dann kannst du halt so systematisch das Team rausnehmen. Wenn du es halt natürlich nicht machst, greift, ist es halt einfach alles komplett random, wie deine Gegner angegriffen werden. Zudem ist es natürlich noch wichtig, aber ich denke, das werden die meisten jetzt schon verstanden haben, die Chars so aufzubauen, dass diese Boostfelder hier benutzt werden. Hier gibt es zum Beispiel Schlagschaden ab, hier gibt es Blastschaden ab, hier gibt es Schlagschaden ab und ich glaube, hier gibt es Ultimate-Schaden ab. Und so müsst ihr halt auch die Chars platzieren, die ihr dann, also zum Beispiel Hit würde ich jetzt beim Schlagdamage hinsetzen, weil er halt eine Schlagunit ist, ne? Und so natürlich auch die Boosts ausnutzen, die ihr habt. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, man sieht es hier unten leicht, auch Ausrüstung drauf zu packen. Diese Ausrüstung gibt es im Rare Metal Shop zu holen. Speziell nur für das Tournament of Power. Habe ich jetzt auch drauf verzichtet, aus, ich denke mal, verständlichen Gründen. Ich sage nur Ultra Goku. Und ob das viel bringt, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich stehe bisher sehr, sehr gut da, auch ohne. Und auch da muss man die Erfahrungen machen. Ich kann momentan sagen, Stand jetzt sind sie nicht ganz so wichtig. So, wenn ihr jetzt natürlich noch wissen wollt, was sind eigentlich die ganzen Boost-Chare? Obendrauf gibt es den Reiter mit den Boost-Charen und dann seht man, der neue Goku ist einer oder die beiden neuen Gokus sind einer. Trunks, der Goku Black LF, Jiren, Hit, Bergamo, Krillin, von dem ich euch übrigens abraten würde, ihn mit ins Team zu nehmen. Ich sage euch auch warum. Okay, ich kann ihn jetzt nicht anklicken. Der Krillin hat keine einzige Tournament of Power Fähigkeit, sprich, er bufft im Tournament of Power einfach niemanden. Und da bringt meiner Meinung nach auch der Boost nichts. Deswegen würde ich darauf verzichten. So, wie gesagt, die Saisonbelohnungen. Hier gibt es wieder Zizi. Und zwar je nachdem, wie viele Punkte du erreichst. Wie gesagt, wie viele Punkte du erreichst. Nicht welche Platzierung du hast, sondern erstmal wie viele Punkte du erreichst, kriegst du 2000 Rare Medals, die ja wichtig geworden sind. Oder halt 1550, je nachdem. Momentan stehe ich bei 50. Nee, noch nicht mal bei 50. Aber habe ja auch noch die Hälfte zu spielen. Mal schauen, wie weit ich komme. Ja, dann gibt es natürlich noch Ranglistenbelohnungen. Ne? Bekannt wie durch den PvP. Rare Medals und CC. Der einzige Unterschied bei Blast 1 sind sogar nicht die CC, sondern du kriegst einfach nur 500 Rare Medals mehr. Das sieht mal, welche Bedeutung die Rare Medals zurzeit haben. Und das Schöne ist aber, es geht wirklich bis ganz, ganz weit runter. Selbst wenn du auf Platz 30.000 bist. Oder 40.000 sogar, kriegst du noch ein bisschen Rare Medals und immerhin 50 CC. Ich denke, das ist ganz fair. Ja, und was bleibt jetzt overall zum Tournament of Power Mode zu sagen? Nette Idee, der man noch hier und da ein bisschen schrauben kann, was mich halt ein bisschen stört. Du bist komplett reingeworfen worden, jeder musste seine Erfahrungen selber machen. Es gab nicht wirklich ein Tutorial, wie gesagt, ich habe es jetzt von selbst vielen großen YouTubern oder Streamern mitgekriegt, die da komplett blind reingegangen sind und einfach irgendwas reingeschmissen haben und es jetzt bereuen und, ne, ist schwierig zu sagen. Man könnte natürlich sagen, hey, jeder startet bei Null, jeder muss die Erfahrungen selber machen. Auf der anderen Seite, ein kleines Tutorial wäre schon ganz schön gewesen, kriegst du ja einen normalen Storyverlauf in einem normalen Story-Modus auch. Nichtsdestotrotz, ganz, ganz coole Idee eigentlich, dass für zwischendurch Spaß macht. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, 12 Stunden zu warten muss nicht sein.
um so eine Stage zu machen. Es hätten vielleicht dann auch 5 getan, aber wahrscheinlich wird es dann mehr Felder geben oder es ist ja noch eine Preseason. Vielleicht müssen sie selber noch schauen, wie sie es aufteilen wollen und wie das Feedback der Community ist. Viele sagen, es ist langweilig, es ist vom Strategischen her eigentlich ganz witzig. Wie gesagt, viele ballern halt einfach die Boost-Chars rein und marschieren dann durch. Ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht. Wie steht ihr zu dem Ganzen? Würde mich gerne interessieren. Konnte ich euch damit ein bisschen helfen oder nicht? Würde mich auch interessieren. Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Was ich jetzt vielleicht noch kurz machen kann, ne? Für die, die es auch nicht wissen, schneide ich jetzt einfach extra noch mit rein. Und zwar, es gibt ja diese zwei Felder hier, die sind besonders. Dafür gibt es halt keine Punkte, aber du kannst halt einmal dein Team ändern, komplett austauschen. Oder halt das Heilfeld bis zu 50% Energie wieder hoch. Was halt das Ganze ein bisschen strategischer macht. Das sind bisher die zwei Sonderfelder, die es für diese Season gibt. Wie gesagt, ich müsste halt auch überlegen, wie ihr die mit einbaut. Wie gesagt, ich habe es jetzt einmal mein Team geheilt, bin dann ja circa 80 Plätze runtergerutscht. Aber das ist okay, denke ich. Und ja, jetzt aber, wie gesagt, hoffentlich konnte ich euch ein bisschen helfen. Wenn ihr was vergessen habt, lasst mich gerne wissen. Oder ja, was sind eure Erfahrungen? Würde mich auch gerne interessieren. Wie steht ihr zum Tournament auf Power Mode? Was würdet ihr anders machen aus Bandai-Sicht oder aus Legends-Sicht? Würde mich auch interessieren. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen ja, Ostermontag oder schöne Restwoche, wenn ihr immer das Video seht. Und ja, ade, es war wunderschön. Ciao.